Bethesda Game Studios präsentiert Fallout 4. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Lass die Dame auch mal im Spiegel sehen. Hallo und herzlich willkommen zu Fallout 4. Nochmal ein Willkommen von mir. Ich freue mich so wie ein Hund einfach. Keine Ahnung. Ich freue mich einfach. Zu Fallout habe ich eigentlich noch nie was gezockt. Ich habe es mir angeguckt und habe gesagt, Dann habe ich mir Fallout New Vegas angeguckt, dann habe ich gesagt, Und jetzt zocke ich Fallout 4. Da es jetzt sowieso jede Sauge schon längst gespielt hat und ich keine Zeit dafür hatte, das war echt blöd. Tut mir leid dafür. Aber zum Spiel, es geht um... Ja... Die Zukunft, Atom, Bomben und ja, wie er es gesagt hatte am Anfang, das sah übrigens mega geil aus, also das sah aus, als ob das echt wäre, war das echt? Bestimmt, waren echte Aufnahmen wahrscheinlich, Entschuldigung, ich lasse ihn warten, Alter, das ist unhöflich, der guckt mich die ganze Zeit so an, was macht denn der Typ? Dauert das denn so lang? Jetzt macht er irgendwas. Ja, wie soll ich sagen? In Fallout 3 hat man ja immer gesehen, dass da immer durch Radioaktivität, also da war ja dieser Atomkrieg, und durch die Radioaktivität, die dann halt geführt hat, und viele Leute ausgelöscht. Und ja, da gibt es bestimmte Voids, wo die halt sicher vor den Radioaktivitäten sind. Jedenfalls sagt man das so. Und
Ja, ich will euch da mit hinnehmen und ihr werdet mal selbst mal gucken, wie es so ist. Also, gucken wir mal. Jetzt haben wir mal hier die Figur. A, was ist A? Ach, die Gesichter. Ach du Scheiße, was hast du denn für eine Frau? So, alter Mann. Alter Mann? Warte. Der sieht aus wie, ein bisschen wie von The Big Bang Theory. Ja, du guckst mich so. Ein bisschen. Der sieht aus wie Nino Taco. Kennt ihr den? Kann man die Gesichter drehen? Hallo? Wie kann man es sich drehen? Ich wollte mir aber eine Frau nehmen. Das ist das Hauptgesicht. Jetzt bin ich dran, Großer. Ihn mache ich jetzt mal nicht. Besonders, ich lasse ihn so. Man kann beide irgendwie formen. Ah, mit rechter Maustaste. Hallo. Hä? Wieso kann ich da sich nicht so drehen, aber hier schon? Nee. Doch. Oder? Nein. Nein. Kann ich sagt nein. Ja. Nein, 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 nein. Okay, genug gespielt. So, nee, komm, ich spiel jetzt nicht hier rum. Aber voran. Also A gefällt mir ganz gut. Ja, warum ich eine Frau nehme? Es liegt daran, weil jetzt zu viele weibliche Charaktere ins Spiel kommen. Und da wollte ich mal eine Frau spielen. Da man die Person eh so nicht so sieht. Und ich weiß nicht, irgendwie. Die Stimme ist zwar cool, aber irgendwie geht die auf Dauer, glaube ich, echt auf den Zeiger. Keine Ahnung, tut mir leid. Zu den Stimmen komme ich auch noch. Das sieht aus wie die ältere Magatha. Oh Gott, nein. Oh Gott, siehst du schrecklich aus. Oh Gott, man kann ja auch selber machen, glaube ich. Ich habe schon einiges über das Spiel gehört. Ey, das ist ja Rihanna. Das ist da? Ich weiß nicht. Rihanna, ne? Rihanna. Ah, ja, so. Achso, ist das Erstgesicht. Da haben wir mal das Erstgesicht. Ah, jetzt kann ich. Ah, wie Kai. Wie geil ist das denn? Kann man die Haare auch ändern? Also Form meine ich. Ey, lass mich doch mal. Ach so. Hey? Hey? Was? Ah. Ich mach näher so ein hässliches Vibe groß. Ah, so. Das sieht man wahrscheinlich von der Seite. Oder? Nee. So. Die Beule. So hübsch. Genau. Ich finde die Steuerung ein bisschen komisch. Die Augen. Bevor ich das falsch mache, kann man die wahrscheinlich selber.
Warte mal, erstmal die Farbe. Ne, warte. Stil. Stil. So. Oh. So. Das ist die elegante Frisur. Armenfrisur. Sind ja alles nur kurze. Wenn ja, ist das mega scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Die geht. Oh Gott. Oh Gott. Das sieht auch irgendwie voll für den Arsch aus. Die geht ja nur. Die Schweißerin. Weiter, das geht ja alles gar nicht. Nein, die wollte ich nicht. Strafverteidigerin. Verpflichtet, Schal und Fahnen. Gibt gar keine. Finde ich die erste Frisur am besten. Und wenn man so denkt, ja, voll lame. Ja, oder die Armfrisur. Ich habe den besten Friseur für dich. Kinder. Finde ich auch. So, die Farbe. Leicht. Ja, so ausgefallene. Gibt es kein Blond? Ah, hier, ja. Ist doch kein Blond, oder? Eigentlich gibt es. Ah, da, hier ist Blond. Ich nehme Deine hellbraun. Frisur gefällt mir sehr. Ist ein bisschen verändert, ne? Übertreib's mal nicht. Das heißt Typ. Achso. Achso, das haben wir auch eigentlich. Ey. Ne, warte mal. Hey, kann man nicht sagen, ich will die Typ, was ist Typ? Ah, Ich hier. finde, Sean hat meine Augen. Ja, ist auch noch nichts passiert. Oh mein Gott. Sean hat wirklich deine Augen. Ja, wer ist denn Sean? Meine Güte. Ja, gefällt mir. Pau kann ich. Sagen auch irgendwas, oder? Durchtrieben? So schöne Augen. Schnauze! Wachsam. Oh ja, das geht. Gewöhnlich. Warte mal. Die gehen eigentlich. Meine hübsche Frau. Typ, nee, das haben wir gerade. C Farbe. Also. Bernstein. Boah, das sieht cool aus. Blau, braun, grün. Die gucken manchmal so blöd, ne? Da, di, di. Di, di. Ich muss gleich nochmal den Typ ändern. Irgendwie. Boah, das sieht echt. Alter Horror. Nimm mal blau. Nicht schlecht, gar nicht Ja, schlecht. wer sagt denn bitte zu sich selber im Spiegel? Nicht schlecht, ja. Zig mal. Du hast wirklich die schönsten Augen, in die ich jemals geschaut habe. Breit. Was war vorspringend? Müde. Ausgeruht. Sieht gut aus. Breit. Besorgt. Stechend. Klippert irgendwie so. Du. Die kriegt die Augen gar nicht richtig zu. Guck mal. Wie? So schöne Augen. Sehen auch immer gut aus.
wie selbstzufrieden jemand ist, ne? Schlomm. So eine süße Nase. Ach, so eine süße Nase. So eine süße. Ja, die sind ein Ticken besser, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht. Süßer, wie gefällt meine Nase, oder? Boah, so sieht ja bald aus. Das steht hübsch. Warum sieht sie so alt aus? Ich finde, Sean hat deine Nase. Aber echt, ey. Ich guck die anderen mal nicht durch. Farbe, willst du dich verarschen? Achso. Die meinen wahrscheinlich. Rosig, das sieht doch schon gut aus. Sonnengebräunt, ah, es gibt noch bräuner. Ja, ich finde. Das passt überhaupt gar nicht. Ich nehme das hier. Gar nicht schlecht. Hörst du wohl auf? Immer das gleiche mit dir. Ich kann die Nase auch schief machen, hm, aber mach ich nicht. Wer sagt denn das bitte zu dir? Schatz, du hast so tolle Wangenknochen. Oh, lecker. Ja, gefällt mir. Veralt. Feixend. Was ist denn feixend? Schlimm. Schlimm. Dein Lächeln. Wusstest du das? Hehe. Denn alles, wa? Der Sean hat alles. Der hat meine Augen, meine Nase, mein. Sieh noch immer gut aus. Es gibt doch alte Varianten. Man kann doch eine ältere Frau machen. Nach unten gezogen. Nein. Sehe ich nicht. Nein. Hatte die Augen muss ich glaube ich. Irgendwas stimmt nicht mit den Augen. Durchschnittlich. Ich bin nur durchschnittlich. Oh ja, das geht. Immer der erste, aber warte mal. Hier ist noch was falsch, da muss noch was sein. Sean hat wirklich deine Augen. Ich glaube, das liegt. 4, 5. 5 ist mal das älteste. 4 ist auch so eine Alternative. Ist immer so, glaube ich. Ich sehe noch gut aus. Ja, nicht besorgt. Du hast wirklich die angespannt. Ja, gefällt mir. Sean hat wirklich deine Augen. Nimm mal das. Jetzt. Nein, das wollte ich nicht. Hey, warum kann man die nicht? Achso, ich weiß glaube ich warum. Oder? Ne, keine Ahnung warum. Das nicht machen kann. Ja, mach ich irgendwas Schlimmes. Verstehst du? Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Was ist das? Ach so. Oh. Abbrechen. La la la, die Hintergrundmusik.
Sieht gut aus, Schatz. Das mache ich hier. So, und jetzt? Was hatte ich gerade? Extras. Make-up. Da kenne ich mich natürlich nicht aus. Oh, was ist das denn? Das ist... Mattlippen. Lippenstift. Sieht gut aus. Da kann man nicht bestimmen, welche Farbe. Ah, da. Ich bin Emo. Gibt's nicht so etwas... Ja, so. Ja. Weiß ich nicht. Aber ich brauche eine Schminke in der Apokalypse, ne? Ich meine einfach das hier. Eh, mit annehmen. Du bist schön, weißt du das? Danke. Du nicht. Was hat die denn alles? Was hat die schon alles drauf? Lidschatten. Oh ja, das geht. Das geht. Okay, da habe ich nichts falsch gemacht, wenn die es sagt. Hätte ich jetzt gar nicht genommen. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, verliebe ich mich aufs... Ist ja gut. Was ist das denn? Unter Lidschatten. Achso. Na, da wollte ich das sein verlassen. Was ist... Woke. Das ist nie backen, ne? Ja, gefällt mir. Hey! Annehmen, anwenden. Ach so! Ich mische mich mal ein bisschen rum. Ich tut mir leid, dass ich ein bisschen ruhiger bin. Ich muss gerade ein bisschen nicht konzentrieren. Und das. Absolut großartig. Male, was heißt das denn? Oh. 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 Ich finde, so mal Sprossen sehen ja hübsch aus. Warum sind sie so komisch verteilt? Der Martina. Oh, weg damit. Brauch ich nicht. Mackel. Was? Lippenfarbe. Hä? Hey? Stirn. Was hat die denn? Stirnmarke? Diese blöden Flecken da, guck mal. Jetzt entfernen. Es geht auf Space. Ein Pickel. Was ist das denn? Das sehe ich auch jetzt nicht. Ja, unterm Kinn. Warte. Achso, das ist auch da eine Backe. Fuck. Ja, voll. Du siehst wirklich gut aus. Ich habe falsch geklickt. So, so schnell. Was gibt's denn? Nee, es sieht doch nicht gut aus. Sind zwar. Gut runtergesetzt, aber. Entfernen. Nein. Was ist das denn jetzt wieder? Was hat die denn alles, die Frau? Ja. Oh.
Schon ein bisschen her. Ein bisschen Herpes in den Mund. Guck mal. Oh, ist das eklig. Oh. Warum? Achso, ich denke gerade, hey, wo ist denn das? Ich sehe es nicht. Oh. Ist ja grauenhaft. Pockennamen. Ach du Scheiße. Was? Das sieht ja mega krass aus. Wie findest du mich? Eingefaltete Wangen. Hey. Was ist denn daran? Was ist das da? Oh! Oh mein Gott, die Augen! Sehe ich jetzt erst. Ich habe zu viel gesuchtet. Guck mal, jetzt sieht es so aus. Es sieht aus, als ob die auf Quack-Quack-Sucht ist. Alter! Rote Nase. Ich bin ein bisschen blau gelaufen. Checkout. Was ist das? Ach so, diese. Mach das weg, ne? Das kenne ich ja manchen Leuten. So. Was ist jetzt? Nein! Das Berg, ey, das muss man irgendwie ein bisschen sich dran gewöhnen, dass man hier alles noch bestätigen muss. So, und jetzt, auf E. Du siehst so gut aus wie am ersten Tag. Okay, ich hab's richtig, man würde ja nichts sagen. Ich würde auf jeden Fall eine Narbe machen, aber. Sieht auch krass aus. Das sieht krass aus. Boah, Alter! Nein! Das würde ich nehmen. Oh ja, das geht. Ja. So. Ich kann das auch verblassen, aber. Ich finde das eigentlich bei 100% schon okay. Es ist jetzt nicht so schlimm. Boah, das ist jetzt aber krass. Das, boah, ja. Das ist auch krass. Was? Joker oder was? Oha. Ach du Scheiße. Ich wurde geschlagen. Boxer. Achso. Würde ich. Hier, das ist nicht schlecht, oder? Schon. Hier die Narbe, aber. Ein bisschen runter. Ah, die ist sogar da. Ja. Ach so, nee. Quatsch. Die ist aufgeplatzt in der Mitte. Ja, vielleicht. Oder schmeife das hier. Das war ja kleiner. Aber das schneiden wir dann ganz. Prächtig. Prächtig, du. Sag mal, du bist prächtig. So. Zurück. B ist Körper. So, was, wie, wo, was mache ich jetzt? So. Hallöchen. Was heißt groß? Warum groß? Warum nicht dick? Wo hab ich denn die Arsch in der Hose?
Ja, sie soll ja schon stark sein, ne? Ich mach mal so. Achso, man kann auch. So. Hat der es angenommen? Scheiße. Ich habe mich auf E geklickt. Ich habe da drauf geklickt. Okay, hat er angenommen. Warte mal. Voll komisch, ne? Wenn die Muskeln. Ja, Muskeln. Nee. Mein Mann ist ein Schlappschwanz. Nimm mal an. Geh mal weg da. Schubst den mal weg. Puff. Mann, ich finde das aber irgendwie cool mit den Extras. Warte mal. Das macht mich so. Da am Mund. Oder? Das ist einfach zu groß. Lass mich da an. Wirklich keinen Tag älter aus als zu unserer Hochzeit. Ja, dann lasse ich das. Charakter bestätigen. Ihn mache ich jetzt nicht, weil dauert zu lange. Der sieht schon aus dem Spiegel um. Reden wir mit dem. Hey Schatz. Jawohl, Schaust du nicht mal, ob das Frühstück schon jetzt fertig geht's ist? richtig los. Ja, Steuerung geht. Ich hoffe, die Lautstärke ist auch okay von meiner Sicht und von der Spiel. Was ist denn hier? Opfergabe. Wieso liegst du denn auf dem Boden, Mr. Teddybär? Teddybär. Wenn ich nur daran denke, dass er irgendwann wirklich Auto fahren lernt. Bauklötze. Entweder wird er ein Schreibgenie oder super darin, Klötze aneinander zu hauen. Noch ist der Handschuh etwas groß, aber Sean wächst da schon noch rein. Voll optimistisch. Ich freue mich schon, ihm das Fahren beizubringen. Was Sean wohl machen wird, Du wenn er bist da Special. rauskommt. Oh. Sean, das ist Sean. Ja. Raketen. Schaff! Was? Hier schieben. Zu schließen, Mensch. Was? Telefon? Was? Ach so, die Tür. Radio. Wir sollten die Urlaubsbilder endlich mal entwickeln lassen. Die guten alten USA. USA! USA! Ich bin so stolz auf ihn. Mitnehmen können wir noch nichts.
ist er. Hier ist der Wäscheraum. Abraxo. Abraxo. Der Putzmittel. Bügeleisen. Hammer. Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. Das soll Cotsworth erledigen. Hui, wir können springen. Oder auch nicht ducken. Oder wo ist das? Ja, auf X geht die automatisch. Wer ist das denn? Ah, guten Morgen, Mann. Ihr Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gebrüht. Und die neue Zeitung. Gerade reingekommen. Aua. Was hast du denn da? Danke, Cotsworth. Genießen Sie Ihren Kaffee, Mann. Hey. Coca-Cola. Ist kalt. Ach cool, die sehen jetzt aus wie so Raketen. Oh, die Milch wurde geliefert. Saddle Up Salisbury Steak. Ausgezeichnete Qualität. Ah, das klingt nach einem Stinker. Wie kann jemand so Kleines nur so viel trinken? Ich war etwas nervös, aber jetzt bin ich froh, dass wir Kotzwerk haben. Ach cool, wir können das trinken. Voll geil, die Qualität. Das war jetzt nicht so wie im Intro. Aber... Schatz? Sehe ich nervös aus? Ich sehe nervös aus, oder? Irgendwie schon. Ein bisschen Psycho. Guck mich mal, wie fällt's an. Noch etwas früh, um mit dem Trinken anzufangen. Scheiße. Immer nur das gleiche Zeug. Immer nur Flüchtlinge in der Zeitung, das ist jetzt zum... Grognack, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Das ist wieder dieser Vertreter. Warum lässt er uns nicht einfach in Ruhe? Verpiss dich! Wollen nichts kaufen! Warte mal, ich guck mal gerade kurz, Wolf, was machst du mit dem Baby? Stimmt ja. Mach da nix, ne? Kotzwurst. Kotwurst. Wer ist hartnäckig? Wer hat die denn hier liegen gelassen? Ja. Viele lange Nächte. Oh, hast du... Das war es wert. Ah, du bist der Yuka. Vielleicht geht er wieder, wenn wir ihn ignorieren. Ah, okay, dann. Zuckerbomben. Zuckerbomben. 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Oh, nicht schlecht. Oh, Oktober haben wir. Den 6. oder 7. Ne, weiß schon nicht. Ich komme, ich komme. Hier bin ich bereit. Guten Morgen, ich komme von Vault-Tec. Vault-Tec?